Just you see us? Then you don't. Now you hear us. It's a secret of survival in a very nasty world. Das Weltall. Unendliche Weiten. Unerforschtes Territorium. Oder einfach nur völlig veraltete Technik. Ja, damit auch herzlich willkommen mal wieder, meine lieben Freaks und Maniacs, zu meiner nächsten Ausgabe von Pack dat aus, der kleinen Videoreihe, in der ich euch neue Spiele und Geräte zeige, in dem Sinn, als dass ich sie auspacke und wir uns zusammen anschauen, was die Technik uns so zu bieten hat. Und das hier ist natürlich weder ein Raumschiff noch ein sehr, sehr klein geratener Toaster, sondern das ist der allererste DS von Nintendo, also kein 3DS, kein 3DS XL, kein gar nichts, sondern der normale DS. Und den habe ich einfach nur mal als Anschauungsmaterial mitgebracht, denn heute geht es hier drum. Tada! Ja, unschwer zu erkennen, das ist das Bundle-Paket The Legend of Zelda A Link Between Worlds mit dem neuen 3DS XL in Gold, in geil, in Hammer, in awesome. Deswegen habe ich jetzt nochmal diese andere Kamerastellung gewählt, damit ihr richtig schauen könnt, wie das Ding aussieht. Ja, mein Name ist Why the Tie und wir fangen direkt an. Packen das aus. Ich habe sehr lange drauf gewartet. Heute ist der 21.11.2013 und ich habe gerade von meinem Videospielladen des Vertrauens mal wieder so unter der Hand, aber doch erhalten und gut auch. So, das ist die Verpackung. The Legend of Zelda A Link Between Worlds Limited Edition mit dem Gerät drin. Und ja, wir schauen mal auf die Rückseite. Die ganze Verpackung hier ist sehr hübsch. Die ganzen klassischen Hinweise, die man so bekommt für Geräte. Ja, dieses Set enthält das Nintendo 3DS XL System, die europäische Version, einen Touchpen, eine 4 GB Karte, nicht wie im Original eine 2 GB Karte, die Augmented Reality Cards und der Download-Code für A Link Between Worlds und eine Schnellanleitung und ganzen anderen Kram, den man so unbedingt braucht. Ja, es ist leider nur der Download-Code drin. Das wirkliche physische Spiel ist leider nicht dabei. Aber das soll uns jetzt nicht stören. Denn das wird geil. Warum ist das hier mit einer Lasche und hier sind die Plastikteile? Meine Freunde! Meine Freunde, die Plastikaufkleber! Wir machen sie ab! Wir entfernen sie! Wir entfernen sie! Ja! Komm! So, das war der erste. Der kann weg. Und natürlich haben wir noch einen zweiten da dran. Könnte ja sein, dass irgendwelche Diebe sich ganz schnell an diesen Kartons vergehen. Ja, es ist immer wieder eine unglaubliche Spannung, die sich hier aufbaut beim Auspacken. Leichte Beschädigung an der Box, aber nur in der englischen Beschreibung, also damit kann ich leben. So. Jetzt können wir sie öffnen. Und wie in jeder Hardware, zumindest von Nintendo, haben wir eine kleine Pappschublade. Und wir ziehen die mal raus. So. Vorsichtig natürlich den Code verdecken. Denn wir wissen ja, das Internet ist voller ehrlicher Leute. So. Den Karton können wir dann schon mal wegräumen. Obwohl es ein sehr schöner Karton ist. Ja, also es ist ein sehr schöner Karton. Das muss man auch einfach mal so sagen. So. Jetzt kümmern wir uns um das kleine Lektüre-Paket. Direkt obendrauf sind die
AR-Karten oder die Augmented Reality Cards oder bei uns heißen sie einfach AR-Karten. Davon habe ich zwar schon ein Paket, aber es ist sehr schön, nochmal komplett neue zu bekommen. Die sind also schon mal drin. Sind dafür für die 3DS-Kamera, damit da so 3DS, also so 3D-Figuren auftauchen. Man kann damit auch so ein paar Minispiele spielen und so weiter. Die Bedienungsanleitung in vielen Sprachen und mit viel Text. Also schon mal für mich nicht so interessant, ne? Ja. So, das ist das Gleiche nochmal in Englisch. Die Kollegen aus Amerika und Britannien bekommen das ja immer nochmal einzeln. Es ist übrigens auch so, glaube ich, dass in der europäischen Variante von diesem Paket ist kein Ladekabel mit dabei. Den habe ich mir jetzt schon einzeln geholt. Aber in der englischen Variante, also in der amerikanischen, da ist er dabei. Sehr, sehr komisch. So, hier ist der Quick Start Guide, also die Schnellanleitung. Da, Schnellstartanleitung oder auch Guide de Demarrage Rapide oder Schnellstart Guide oder so. Das war das. Dann, ja, wichtig, ne, für die Eltern, Kindersicherung, Epilepsieanfälle und all solche Sachen, die man bei seinem Kind gerne sieht. Das hier, ich versuch's mal jetzt so ein bisschen zu bedecken, ist der Download-Code für A Link Between Worlds. Da freue ich mich gleich schon drauf, das Ganze zu downloaden. Wer weiß, wie lange das Ganze dauert. Mal schauen. Hier hinten ist auch so ein kleiner gezeichneter Kreidelink drauf. Sehr schön. Das gleiche nochmal in Rot. Der Nintendo Club Sterne Download Code. So. Und als nächstes schauen wir uns das Highlight an. Das hier. So, in der Pappe ist nichts mehr. Die kann weg. Aber das hier ist wichtig. Andächtig packen wir den Limited Edition Nintendo 3DS XL aus. Da ist er. Ich versuche mal die Schärfe wieder reinzubekommen. Ja, sehr geil. Das erste Mal, dass ich ein 3DS XL, also nicht direkt das erste Mal, dass ich einen in der Hand halte, aber das erste Mal, dass ich einen in Ruhe in der Hand halte, sagen wir es mal so. Ja. Wunderschön in Gold. Ganz klasse sieht er aus. Er hat vor allem so ein schönes mattes Finish, nicht kein glänzendes, sondern das ist so matt. Also wenn man hier drauf geht mit dem Finger, das sieht man tatsächlich gar nicht direkt. Und es hat natürlich das goldene Triforce drauf, hier vorne die zwei Kameras und das hier ist, glaube ich, weiß ich nicht, ein Bewegungssensor oder sonst irgendwas. Wir klappen das Ganze mal auf. Der 3DS XL hat ja diese zwei Knackpunkte, ne? Da ist er dann im richtigen. Mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, weil dieser Bildschirm ist riesig. Das ist im Gegensatz zu meinem alten, den normalen 3DS, den habe ich natürlich auch gehabt. Da war ich auch einer der ersten. Aber der ist riesig, unglaublich im Gegensatz. Ich glaube sogar, der Bildschirm hier unten, der ist auch größer. Und dabei möchte ich fast meinen, so viel an Größe, oder so viel größer ist das Ding gar nicht. Die Knöpfe sind überall die gleichen. Haben auch einen ähnlichen Druckpunkt. Ich möchte fast meinen, der Analogstick gibt ein bisschen mehr Widerstand. Aber das kann jetzt auch sein, weil ich mich mit dem anderen schon so eingespielt hatte und dass der mittlerweile so übergeht, dass man das nicht merkt. Hier ist der 3D-Schiebregler. Und das Schöne ist, es ist alles in Gold. Sogar hier die unten, die Home, Start und Select-Knöpfe sind in Gold. Der Rest ist schön in schwarz gehalten, in neutral. Hier haben wir das lauter, leiser. Wi-Fi ist, glaube ich, auf der anderen Seite. Und wenn man das Ganze umdreht, dann sieht man nämlich auch auf der Rückseite das schwarze umgedrehte Triforce, sodass das dieses typische A Link Between Worlds Symbol ergibt. Das goldene Triforce von Hyrule, glaube ich, und das schwarze von Lorule. Unglaublich, hier ist der Stylus drin. Diesmal kein Teleskopstift, ich habe noch den Teleskopstift. Aber auch den verstecken wir hier drin. Ein wunderschönes Gerät. Ich habe mir auch direkt, damit es auch geschützt ist, ich mach's mal wieder zu. Ah, dieses Knacken
Ist aber wirklich gewöhnungsbedürftig. So, mir natürlich auch direkt eine Tasche dazu geholt und ein Ladekabel, obwohl man mich in meinem Laden des Vertrauens nicht darauf hingewiesen hat, dass kein Ladekabel in diesem Paket drin ist, aber ich habe mir das schon gedacht und deswegen habe ich mir da direkt mal eingeholt. So, perfekt. Da passt er rein, auch hier in schwarz. Ich kann euch leider nicht mehr sagen, welche Tasche das ist, aber es ist eine sehr hübsche Tasche, eine sehr schöne. Da ist er drin und da bleibt er auch drin. Das war die Limited Edition The Legend of Zelda A Link Between Worlds Edition der Hölle. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne nochmal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt euch natürlich auch meine anderen Packtat aus Folgen angucken, wenn ihr Interesse an anderen Spielen habt. Ich danke euch soweit fürs Zuschauen. Gaming is not a crime. Bis dann, euer Why the Tie.